Stadt, dass einfach ja, ganz viele verschiedene Leute hier sind. Ich finde es super cool, einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen, zu fragen, warum sie hier sind, was sie hier machen. Und ja, finde es einfach mega wertvoll. Neben vielen Leuten, die Kinder aus Wittenberg, die hier immer wieder vorbeikommen und ihre Zeit verbringen können, wo sie Freunde treffen können. Und da hat der CVNM ein Angebot geschaffen, wo sie sich wohlfühlen. Und das ist für mich auch so ein bisschen CVNM, dass sie hier einen Ort haben, wo sie ganz sie selbst sein können und auf ja, lebensnahe Weise auch was von Glaubensinhalten erfahren können. Also zum Beispiel die Blackbox, da gehen viele Kinder immer wieder rein und sind begeistert. Und es wird irgendwie erfahrbar und es ist irgendwie heruntergebrochen auf ihre Lebenswelt. Ja, also ich mag es total gerne, mit Kindern zu arbeiten und zu sehen, dass die Arbeit hier, dass der Einsatz auch Früchte trägt, dass ja, Kinder sich dann auch entscheiden, zum Beispiel in der Bibel zu lesen oder auch generell irgendwie neue Arten zum zwischenmenschlichen Umgang einfach finden. Die Grundanliegen der Reformation haben ganz viel mit der CVJM-Arbeit zu tun. Und wir sind eine Bibelbewegung als CVJM. Und von daher hat Luther auch uns die Bibel zugänglich gemacht. CVJM und Reformation passen wunderbar zusammen. Ich nehme aus der Zeit hier am Refo Beach viele neue Beziehungen mit, gerade zu den anderen Volunteers, also dass ich einfach eine neue Beziehung aufbauen konnte, neue Lebensweisen und Sichtweisen einfach auch auf die Bibel und auf Gott erfahren konnte. Ich nehme irgendwie diesen Impuls mit, wie kann ich auch Glaubensinhalte wie Gnade in meinem Leben anderen Leuten veranschaulichen und einfach erklären. Da habe ich auch auf jeden Fall sehr viel Neues von Gott erfahren können und ja, fühle mich Gott jetzt auf jeden Fall noch einen Schritt näher. Ja, CVJM ist für mich so ein Ort, wo man einfach auftanken kann, zur Ruhe kommen kann und sehr viel Spaß haben kann. Also für mich war der Refo Beach CVJM in Reinkultur, weil es vor allem darum ging, einfach, dass hier Leute zusammenkommen, die an Jesus glauben und die im Herzen haben, diesen Glauben weiterzugeben. Und zwar auf eine Art und Weise, ja, den Menschen einfach dort zu begegnen, wo sie stehen. Und das ist hier, glaube ich, gut gelungen am Refo Beach, junge Leute, Kinder und Jugendliche einfach da abzuholen, wo sie sich aufhalten, wo sie gerne hinkommen. Und ihnen dann einfach ganz niedrigschwellig und auch in einer modernen Form etwas davon weiterzugeben, was uns wichtig ist im Glauben, was unser Leben reich macht und ja, von dem wir einfach ein Stück weitergeben wollen.